Willkommen zur Paarsegnung am Valentinstag zum vierten Mal bei uns in der offenen Kirche Elisabethen. Leider heute ohne euch. Aber keine Angst, wir nehmen euch herein. Ich habe euch nämlich Blumen mitgebracht. Nicht nur, dass ihr euren Partnerinnen und Partnern diese schenken könnt, nein, wir schenken sie auch euch. Mit diesen Blumen möchte ich euch etwas über Liebe und Partnerschaft sagen, wie es mir in meiner Praxis und in meinem eigenen Lieben begegnet ist. Ihr kennt vielleicht den deutschen Komiker Harpe Kerkeling. Er hat in seinem, wie ich finde, epochemachenden Sketch auf der Bühne die gesamten Ratschläge für Paare verballhornt und verulgt. Er hat die holländische Bühnenfigur Eefje van Dampen kreiert, die sagte: Vergessen Sie alles, was Sie über Liebe wissen, denn Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Schaut euch den Spot mal auf YouTube an. Tatsächlich stimmt das. Es gibt nicht nur tausende von Metern Ratgeberliteratur zu Liebe und Partnerschaft. Liebe ist, glaube ich, wirklich auf einer Seite Arbeit. Ich meine die Zeit nach der Verliebtheit. Die Verliebtheit ist ein Strohfeuer, die Hormone tanzen Tango, der oder die Geliebte ist ständig im Herzen und der Himmel ist voller Geigen und der Bauch voller Schmetterlinge. Aber wenn sich das mal legt, dann kommt der Alltag. Und dann entscheidet sich, ob Liebe im Unterschied zur Beziehung eine Chance hat. Beziehungen kann man ja einfach weiterleben. Man muss sich gar nicht lieben, man kann auch Arrangements finden. Jahrhundertelang war das sicherlich in vielen Familien und Ehen der Fall, dass einfach weitergeführt wurde, denn es waren ja schließlich Kinder da. Und tatsächlich, das ist ein Grund, Kindern ein Heim und eine Heimat zu geben, ein Nest, in dem sie aufwachsen können, wunderbar. Und wenn man sich dann als Paar findet und für die Liebe aber andere Arrangements hat, denn Liebe hat viele Bindungen, viele Bilder, dann ist das legitim. Aber Liebe, wie gesagt, die geht anders. Ich habe euch diese Blumen mitgebracht und ich möchte zu jeder Rose bekanntlich eine Blume mit Dornen, Schönheit und Schmerz in einem. Zu jeder Rose möchte ich euch einen Gedanken sagen. Ich habe schon damit angefangen, das, was ich gerade mache, ist auch eine Form der Liebe. Ich kommuniziere, ich rede. Ich rede mit euch, ich rede auch mit meinem Partner. Liebe heißt Kommunikation. Vor allem dem Partner sagen, was man braucht, was Frau braucht. Der kann das nicht ablesen. Der kann vielleicht mit Kreativität eure Wünsche empfinden oder erspüren. Aber ihr müsst ihm sagen, was ihr von ihm oder ihr braucht. Die erste Rose, Kommunikation. Die zweite Rose sind vor allem Dornen. Damit meine ich die Unterstellungen und die Vermutungen in der Liebe. Es kann doch nicht sein, dass wir hinter allem, was oder hinter manchem, was uns unser Partner, unsere Partnerin sagt, etwas vermuten, das er oder sie gar nicht sagen will. Also, positiv Kommunikation, negativ keine Unterstellungen. Umgekehrt, fragt, was der Partner, die Partnerin euch sagen will, damit diese Rose der Kommunikation nicht zu einem dornigen Weg wird. Ich bin mit der dritten Rose noch immer bei dem Thema Kommunikation, aber vor allem nach innen. Vertrauen ist alles. Glaubt ihr eurem Partner? Vertraut ihr ihm? Unterstützt ihr euch? Seid ihr füreinander da? Seid ihr euch sicher, so wie ihr seid? Vertraut ihr eurem Partner genug, um ihm oder ihr zu sagen, was ihr wirklich fühlt? Stellt diese Fragen im Sinne eines tiefliegenden Vertrauens, der wie ein tiefer, ruhiger Fluss durch eure Liebe geht.
Jetzt etwas, das unbequem ist, und das merkt man auch, weil sich die Rose nicht aus dem Strauß lösen will. Setzen Sie Grenzen. Setzt einander Grenzen. Wie ist es denn mit der Tradition, die ihr hattet, als ihr noch nicht mit eurem Partner oder Partnerin zusammen wart? Dann seid ihr vielleicht in den Sportverein gegangen, habt diesen oder jenen Freund oder Freundin getroffen und plötzlich soll das nicht mehr möglich sein? Setzt Grenzen, merkt, dass ihr einander nicht ganz und immer alles erfüllen könnt. Euer Gegenüber ist nicht die Erfüllung aller Fragen. Euer Gegenüber ist auch nur ein Mensch. Bewahrt eure eigenen Geheimnisse, und damit meine ich nicht nur die erotischen, aber bewahrt einen Teil eurer Geheimnisse und lasst den Partner wissen, dass ihr Grenzen setzt. Das gibt Sicherheit. Das ist die Rose der Beraterinnen und Berater. Sie sind für die Dritten gedacht, die ihr in euren Beziehungen auch habt. Die Freundinnen und Freunde, vielleicht sogar die Profis, die an eurer Seite sind und die euch zuhören und die euch eine Außensicht geben, die euch sagen, wie ihr wirkt, die euch sagen, wie ihr euch entwickelt, die euch sagen, ja, es ist gut oder pass auf. Hier geht ihr in die falsche Richtung. Ich berate besonders dann, wenn ihr plant, zusammenzuziehen oder wenn ihr euch plant, rechtlich zu verbinden. Redet mit jemandem Dritten über euch und über eure Beziehung und fangt früh an. Eure Beziehung ist, wie gesagt, nicht die Lösung aller Probleme. Liebe ist es. Aber Liebe, wie ich sagte, ist etwas anderes als Beziehung. Im Idealfall fallen beide zusammen. Bei mir ist das im Moment, dank sei Gott, der Fall. Das ist also die Beraterinnen-Rose. Die nächste Rose ist eine Erinnerung, dass ihr einander priorisieren sollt. Nichts anderes sollt ihr in eurer Liebe, in eurer Partnerschaft an die erste Stelle stellen, als euch selber. Selbstsorge ist die beste Voraussicht und ist die beste Prävention von brechenden Beziehungen. Ihr müsst euch und euren Partner an die Stelle setzen, wo ihr eure Überlegungen für die Zukunft seht. Sehr häufig werden Kinder an diese Position gesetzt, werden Kinder priorisiert. Und wie gesagt, in einer Beziehung ist das gut. In der Liebe? Ich weiß es nicht. Denn was sollen die Kinder von euch denn lernen als Konsens? Konsens dürfen sie lernen in Beziehungen. Aber in der Liebe solltet ihr euch und euer Gegenüber priorisieren. Glücklich sein ist eine Wahl. Ist kein Zufall. Die letzte Rose ist für alle die, die wie ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und ihre Beziehung schon lange leben, aber deren Liebe noch immer stark ist. Liebe, Beziehungen ist mehr als Sex. Sex wird überschätzt und unsere Gesellschaft mit ihrer Außenorientierung macht daraus einen Fetisch. Wir müssen bis ins hohe Alter jung und stark und sexuell begehrend und begehrt sein. Wir wissen alle, dass nach dem fünften Jahr der Beziehung kein Zielspringen mehr vom Kleiderkasten ins gemeinsame Ehebett stattfindet. Liebe ist mehr als Sex. Seid euch klar, dass jede Zärtlichkeit, jedes Streicheln, jedes liebevolle Wort, jede Umarmung die Liebe mehrt und nährt. Genitalität ist bei weitem nicht mehr alles. Aber Liebe,
Das ist das, was uns durchträgt. Lasst euren Partner, eure Partnerin kreativ sein in der Art von Zuwendungen und sagt ihm oder ihr nicht, das fehlt mir und das fehlt mir. Natürlich, Ehrlichkeit ist richtig, ist wichtig, aber nehmt ihn oder sie doch so wahr, wie er oder sie ist. Liebe ist mehr als Sex. Liebe ist jede Kleinigkeit der Zuwendung. Ich stehe vor euch mit einer grünen Stola, mit einer keltischen Stola, die eine Freundin für mich gemacht hat. Wir sehen hier drauf das keltische Zeichen für Liebe. Es ist eine Linie, die nie endet. Liebe ist der Strom, der durch unser Leben geht. Liebe ist das, was wir auch mit Gott verbinden, ein Synonym für Gott. Ich wünsche uns allen, dass wir in der Liebe, die wir zu unserem Partner und zu unserer Partnerin haben, aber auch die wir zu unseren Freundinnen und Freunden haben, zu den Kindern, die wir erziehen, zu dieser Welt, zu all den Bedürfnissen, zu all ihren Sorgen und Nöten, dass das uns immer ein Symbol für Gott ist. Seid gesegnet in eurer Partnerschaft. Ihr seid die Liebe. Lebt sie.